und herzlich willkommen in der Samsung TV-Welt. Sicherlich sind Sie auch in der Situation, dass Sie sich die Frage stellen, welchen Fernseher möchte ich mir jetzt kaufen? Da gibt es ja einige Sachen, die man beachten sollte. Zum Beispiel die Auflösung eines Fernsehers, ob Full HD, UHD oder das neue SUHD. Nehme ich einen geraden Fernseher, also einen Flat TV, oder nehme ich einen gekurften Fernseher? Zum Beispiel nehme ich eine Soundbar, nehme ich eine 5.1 Anlage. Ganz, ganz viele Fragen, bei denen Ihnen Samsung aber bei der Entscheidung gerne weiterhelfen möchte. Zum Beispiel haben wir einen Online-Produktberater, den finden Sie auf der Samsung Internetseite. Dann haben wir eine Real-App, aber zu der komme ich in einem anderen Video etwas detaillierter. Und dann haben wir natürlich unsere hochmotivierten Fachberater in den Märkten. Aber auch ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Ihnen bei der Entscheidung zu helfen und möchte Ihnen zeigen, welche Soundbar zu welchem Fernseher passt. Ob ich mir jetzt also einen geraden Fernseher kaufe oder ein gekurftes Modell, spielt im Großen keine Rolle, denn wir haben für beide Variationen die passende Soundbar. Zum Beispiel also für den geraden Fernseher die gerade Soundbar, für den gekurften Fernseher natürlich unsere schöne gekurfte Soundbar. Das heißt, ein wundervolles Design mit dem Fernseher zusammen, formvollendet, so macht das Ganze natürlich richtig Spaß. Das Schöne ist, wir haben natürlich auch die Systeme in den verschiedenen Farben, zum Beispiel Schwarz, Silber oder Weiß, also auch immer passend zur Farbe des Gerätes. Natürlich ist auch die Größe entscheidend. Wir möchten natürlich nicht, dass man einen zum Beispiel 46 Zoll Fernseher hat und hat eine viel zu kleine Soundbar. Deswegen ist die Soundbar immer in der gleichen Größe erhältlich wie auch bei dem Fernseher. Bedeutet also, durch die Verbindung von Bild, Sound und dem tollen Design bekommen wir ein atemberaubendes Seh- und Klangerlebnis, als wären wir mitten im Geschehen. Zu dem tollen, formvollendeten Design gehört natürlich auch, dass wir die Soundbar ganz einfach mit dem Fernseher verbinden können. Wir können es über eine Kabellösung machen, aber ich finde es besser über eine kabellose, bedeutet dementsprechend über Sound Connect. Das geht auch ganz einfach. Wir schieben die Soundbar einfach direkt an den Fuß von dem Fernseher und dann nehmen wir die Fernbedienung vom Fernseher. Wir brauchen also nicht eine zusätzliche Fernbedienung noch von der Soundbar. Wir gehen einfach hier ins Menü hinein, gerade auch hier in den Bereich Ton, und da haben wir schon Lautsprecher-Einstellungen und hier sehen wir Samsung Audio Geräteliste. Da finden wir auch schon die Soundbar, die wollen wir verwenden. Das klicken wir hier mit OK an, schließen das Ganze und das war schon. Jetzt ist die Soundbar mit dem Fernseher komplett verbunden. Wir gucken aber nicht immer Fernsehen und möchten natürlich die Soundbar auch andersweitig nutzen, zum Beispiel als Stereo-Lautsprecher. Das geht natürlich, indem ich einfach mein Smartphone nehme und eine Verbindung, also auch wieder eine WLAN-Verbindung aufbaue zu der Soundbar und schicke dann meine Musik direkt auf die Soundbar, ohne dass der Fernseher eingeschaltet sein muss. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Findung Ihres neuen Home-Entertainment-Systems ein bisschen helfen. Würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.